Der Winter zieht langsam ein und besonders für Rohkost, das ist eine sehr unangenehme Zeit, in der Kälte die Hände und die Füße frieren und die Menschen ja sowieso im Allgemeinen den Glauben haben, dass wenn man sich nur von rohen Sachen isst bzw. nur davon sich ernährt, dass der Körper da sehr viel Probleme hat, die Körpertemperatur vor allem in der Kälte aufrechtzuerhalten und dass einfach die Leute denken, nur warmes oder wenn ich gekochtes esse, dann gibt es mir auch den Körper wieder die zusätzliche Wärme, die ich benötige in der Kälte. Von vornherein möchte ich euch diesen Irrglauben schon mal nehmen. In meinen 5,5 Jahren, in denen ich jetzt schon die Rohkost mache, habe ich jetzt nur die ersten 2, 3 Jahre gefroren, und vor allem an den Füßen und auch an den Händen. Aber jetzt hat sich das schon sehr stark gelegt. Und die Tipps und Tricks werde ich natürlich auch folgend in dem Video auch erzählen, was ich da alles für Maßnahmen getroffen habe. Und sehr interessant ist halt, dass sich das auch ins Gegenteil gewendet hat, dass ich schon so eine, ich nenne es mal Kältetoleranz entwickelt habe, dass die Leute begeistert sind bzw. erstaunt, wenn sie mich auf der Straße sehen, wenn ich manchmal leicht bekleidet rumlaufe oder auch mal mit kurzen Hosen oder mit meinen Sandalen ohne Socken und die Leute dann mit Winterklamotten, mit fetten Mantel und mit Mütze umherlaufen. Und dieses Gefühl möchte ich dir auch bescheren. Die Hauptgründe, warum die Menschen im Winter frieren, ist einerseits die Durchblutung, die bei vielen Menschen wahrscheinlich eine Katastrophe ist, weil sich die Menschen nicht gut genug bewegen. Bei den meisten schaut der Alltag so aus, dass sie den ganzen Tag im Büro sitzen und danach kommen sie nach Hause, schmeißen ihren Laptop an, schauen sich Videos auf YouTube an, Netflix und sonst irgendwas und gehen dann nicht ihre körperlichen Tätigkeiten nach, wie Laufen, Kampfkunst, Dehnungen, Yoga, Qigong, Krafttraining und so weiter, um halt einfach den Körper dementsprechend die Durchblutung zu erhöhen und auch wichtig, Muskeln aufzubauen, weil Muskeln auch helfen, ja, vor Kälte zu schützen bzw. auch zu isolieren. Deswegen auch hier der erste Punkt sehr wichtig, macht euer Training, macht euren Sport und baut auch Muskeln auf, die wärmen euch. Und zusätzlich mit dem Blutkreislauf korrelierend auch die Entgiftung. Das ist das Hauptproblem bei vielen Rohköstlern am Anfang, ist halt die Entgiftung, die entzieht euch sozusagen die nötige Energie, die euer Körper benötigt, um euch aufzuwärmen zum Beispiel und weil halt auch die Gifte im Blut zirkulieren und der Körper natürlich sich nicht selbst schaden möchte, schaut er, dass es dementsprechend auch moderat abläuft und das ist halt einfach ein wichtiger Punkt, den halt viele vernachlässigen. Ihr müsst halt euren Körper, wenn ihr jetzt mit der Rohkost anfängt, auf einen gewissen Reinheitsgrad bekommen, dass er auch euch eigenständig wärmt. Und einer der dritten Punkte, den jetzt nicht nur die Rohköstler drunter leiden, sage ich mal, sondern sehr viele Menschen, ist einfach, wir sind es nicht mehr gewöhnt. Also wir sind ein bisschen verweichlicht, sage ich mal. Also wenn ich dann umherschaue, ist jetzt so, dass die Leute eine schön warme Wohnung haben wollen, ungefähr 25 Grad, währenddessen auf einmal vielleicht 15 Grad auch reichen würde, muss ich halt nur dementsprechend dran gewöhnen. Also ich habe Freunde zum Beispiel, die machen sowas, die heizen dann nur so auf 15 Grad ungefähr, hocken zwar dann im Pulli dann in der Wohnung manchmal rum, aber wenn man sich dann da dahingehend gewöhnt, dann ist es da überhaupt kein Problem. Gewöhnt euch einfach an die Kälte, geht halt regelmäßig auch im Winter raus, geht spazieren, jetzt nicht gleich eine Stunde, sondern so lange, bis es für euch erträglich ist, kann man von 10 Minuten sein, dann macht ihr es halt für mehrere Zeiten und dann erweitert ihr langsam mit eurem Tempo, sage ich mal, dass es auch wirklich angenehm ist, die Dauer, in dem ihr halt rausgeht, dann könnt ihr zum Beispiel auch kalt duschen, also einfach die Maßnahmen so treffen, dass ihr euch halt auch an kältere Temperaturen gewöhnt. Dann schaut, dass ihr euren Körper anständig reinigt und entgiftet. Im Winter gibt es ja genug grüne Sachen, wie zum Beispiel Feldsalat, Portulak, Grünkohl, den ihr entsaften könnt oder Grünkohlchips draus machen oder auch Wildkräuter, müsst ihr halt einfach nur schauen oder die entsprechenden Wildkräuterbücher da auch mal sich anschaffen, Videos angucken, Wildkräuterbücher zum Beispiel, welche ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken, die ich zum Beispiel euch empfehlen kann. Dann zusätzlich noch intermittierendes Fasten vielleicht einbauen oder Kurzzeitfasten kann man auch mal machen, so 2, 3 Tage, wenn ihr nicht lange fasten könnt. Was ich auch sehr empfehlen kann, sind zum Beispiel so Säfte wie rote Beetesaft oder Möhrensaft, werden zum Beispiel sehr gut angepriesen in den Büchern von Dr. Norman Walker, werde ich euch unten auch verlinken. Also auch hier super zum Entgiften, genauso wie ein Selleriesaft, die Bücher auch von Anthony Williams kann man sich auch mal anschauen, werde ich euch auch unten verlinken. Das sind einfach so die grundlegenden Sachen. Schaut, dass ihr euren Körper
gut entgiftet. Und wenn ihr jetzt nicht schafft, 100% rohköstlich zu sein, dann ist es auch kein Problem, gerade im Winter die schleimfreie Übergangskost nach Arnold Ehret zum Beispiel zu machen. Heißt, dass da auch gebackene Süßkartoffeln mit dabei sind oder gebackenen Kürbis oder auch mal gedünstete Sachen oder vielleicht eine warme Gemüsebrühe oder irgendwie sowas, dass ihr halt dann wirklich so als Übergangszeit im Winter das etwas erträglicher habt und euch mit warmen Sachen, was ihr euch zuführt, nochmal zusätzlich isst. Und da ist ja auch gar kein Problem, ist ja auch alles legitim, sage ich mal. Und da solltet ihr auch euch keinen, nicht so, ich nenne es mal, dogmatisch sein und sagen, ach, das ist ja, ich möchte unbedingt 100% rohköstlich sein und gehe dann durch die Hölle und alles Mögliche. Wer es schafft, gerne, aber sonst die Alternative halt, Übergangskosten nach Arnold Ehret kann man auch super kombinieren mit Raw Till 4, genau, dass man halt rohköstlich bis ungefähr, ich sag mal, 4 Uhr isst und dann ab 4 Uhr, dass man dann da etwas Gekochtes oder sowas isst. Und das kann man halt besonders in der Übergangszeit und auch im Winter gut nutzen. Winterzeit ist auch Zeit der Orangen und auch der Äpfel. Also das heißt, ihr könnt auch einen Orangensaft machen, wird auch sehr reinigen und entgiften, würde ich am besten morgens nehmen. Dann auch vielleicht etwas Grünes zu euch nehmen, vielleicht Chlorella oder Spirulina. Nochmal zusätzlich die Gifte, die gelöst worden sind, nochmal damit lösen und ausleiten. Oder auch Monozeit von Äpfeln kann ich auch nur sehr empfehlen, weil die Lageräpfeln kann man im Winter ziemlich gut essen, ist auch regional und saisonal. Und da will ich nochmal die Kombination machen von ein paar Kräutern mit hinzufügen, zum Beispiel Wildkräuter oder Basilikum oder Petersilie zum Beispiel. Einfach die gelösten Gifte nochmal zusätzlich ausleiten und dass der Körper auch einen gewissen Puffer hat, dass die gelösten Gifte von den Äpfeln nicht zu stark bei euch reinhauen. Ihr könnt auch mehr Fette in eure Ernährung mit integrieren, also zum Beispiel mehr Avocados, mehr Nüsse, Hanfsamen, Chiasamen, Leinsamen, Sonnenblumenkerne, solche Sachen einfach mit einbauen. Und ihr könnt auch Sprossen vermehrt ziehen, habe ich auch ein Video gemacht, kann ich auch nur empfehlen, mal reinzuschauen. Also Sprossen für die Krisenversorgung vor allem, also auch sehr zu empfehlen. Und was ich jetzt auch empfehlen kann, ist halt die Gourmet-Rohkost. Also das heißt, ihr sucht halt einfach Rezepte raus, die jetzt für den Übergang optimal sind und die halt einfach länger zum Verdauen auch benötigen, die etwas herzhafter oder fülliger auch sind. Also zum Beispiel Rohkost-Burger, Rohkost-Pizza und so weiter und so fort. Da habe ich auch auf meinem Blog habe ich schon einige Rezepte aufgeschrieben bzw. aufgelistet für euch mit Rezepten. Noch und nöcher. Schaut auch da gerne mal vorbei auf meiner Webseite, werde ich euch auch unten verlinken. Den folgenden Tipp bitte mit Bedacht nutzen. Und zwar, ihr könnt auch im Winter einen Ingwer-Shot zu euch nehmen, Kurkuma, Knoblauch oder auch Chilis, also solche scharfen Sachen, die einfach diese Schärfe bei euch im Körper mit auslösen. Aber wie gesagt, bitte mit Bedacht auswählen bzw. nutzen, weil die natürlich auch euren Körper reizen. Da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, warum das so ist, warum die jetzt nicht so unbedingt optimal sind. Gewürzmischungen, so verlinke ich euch auch oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Aber so als Hilfsmittel kann man das dann auch zusätzlich nutzen. Und natürlich, wie immer, was beim Entgiften immer mit dabei gehört, wie gesagt, sportliche Aktivitäten wegen den Lymphen, Krafttraining habe ich auch schon erwähnt, Dehnungen, Qigong und natürlich auch in der frischen Luft auch mal die Sonne tanken, im Wald vielleicht spazieren gehen, Waldbaden machen. Basische Bäder mache ich auch sehr gerne, helfen auch zum Entgiften. Habe ich auch schon viele Videos gemacht, schaut auch gerne auf meiner Playlist vorbei. Den letzten Punkt, den ich in dem Video erwähnen möchte, ist das Mindset bzw. die Einstellung in eurem Kopf. Schaut, dass ihr negative Glaubenssätze einfach über Bord werft. Und macht es halt einfach so, dass ihr auch nicht so viel Gedanken oder im Kopf macht, sondern jeden Tag einfach stetig weiter übt. Auch wenn es nur 10 Minuten am Tag ist, zum Beispiel, wenn ihr euch für die Kälte abhärten möchtet. Also jeder kleine Schritt führt euch eurem Ziel näher. Meditiert auch regelmäßig, kann euch auch nur helfen, kann ich auch nur empfehlen. Sonst sind wir jetzt am Ende des Videos angekommen. Schaut auch gerne auf meiner Webseite vorbei. Dort biete ich auch Coachings und Kurse an, auch speziell zur schleimfreien Heilkost, zur Rohkost und zu einem Fasten. Und natürlich auch individuelle Ernährungspläne. Wenn ihr euch nicht die Zeit machen möchtet oder die Zeit habt, könnt ihr euch das alles
die ganze Zeit und Arbeit auch sparen und direkt von meinen Erfahrungen, von meinem Wissen und von meinen Experimenten, sag ich mal, profitieren. Habt ihr da die 22-Tage-Challenge zum Beispiel zur schleimfreien Heilkost und Einstieg, wo ihr halt erstmal lernt, was die schleimfreie Heilkost ist, wie man Fasten lernt, was die Entgiftung ist, wie man das so in den Alltag integriert. Alles unterstützt mit meinen Videos und auch mit meinen Audios. Coachings genauso oder auch Fastenbegleitung in Einzelgruppen oder Monatscoachings. Gibt es auch viele verschiedene Modelle, die ich euch anbiete. Oder wenn euch das alles nicht so taugt, ich habe auch eine eigene Telegram-Gruppe, so eine Art Arbeitsgruppe, wo ihr auch mit einem monatlichen Beitrag da von den ganzen Büchern, die ich zum Beispiel gelesen habe, auch online, kostenlos zur Verfügung habt. Da auch gerne ihr auch mit Interaktion mit den Leuten in Kontakt tretet und wir uns so gegenseitig auch unterstützen. Findet ihr auch alles auf meiner Website und unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sonst, wie immer, schaut auch gerne auf meine anderen Videos vorbei, werde ich euch auch in der Endkarte 1 verlinken, zum Beispiel, wie man Fasten lernt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin!